Dit is dat programma De Grond op Levende Hoop. Je redner is Rudy Nieveld. Ik begrijp je in de nomen van Jezus Christus. Vandaag willen we onze Bibel ook in Romeinen kapitel 3 en daar willen we aanvangen. Maar het thema handelt zich om een God bejestigd het leven vieren. Wat te men God bejestigd het leven vieren, mag we wel aanvangen. Dat komt niet vanzelf, dat is niet bloos eenmaal vangt dat aan, dat haaf een aanvang en dus een woord aan benen. Maar we Römer kapitel 3, vers 23 en 24 lezen dan, en du sagt dir dann zu stet. Du hast keine Unterscheid, alle wohnhaft gesindig und kämpft daran zu kort, was er wie Gott sehen soll. Schenk Gott an der Erfordung und Gnade durch die Rettung, die in Christus Jesus ist. Wenn wir denken an das christliche Leben, ans Leben in Christus soll bürgerweinlich gut gehen, ne? Das soll Freiheit werden sein, das soll Freilichkeit werden sein, das soll Geld gehen. Aber vielmals sind wir krank umgedreht. Aber die Wahrheit ist, wir haben das alle, um die Freilichkeit und Freiheit ausleben in das christliche Leben. Um das zu kriegen, muss der Heilige Jesus das können kontrollieren ans Leben. Um fährweg gehen in das christliche Leben, muss der Heilige Jesus einmal einen Platz haben ans Leben und dann fängt der Jesus annehmen. Zodat dit passieren kan, moet ik entscheiden den Heiligen Geest de controle te nemen laten van mijn leven. Dus als ik Gods woord verstoor, de Heilige Geest wordt ons never wat merken doen. Dus als vandaag schon af helemaal wat ritje bracht, dat de Heilige Geest merkt ons dingen doen. Ik ga maar trainen op de tags, waar het zegt in Galater kapitel 5, waar het redt van de vrucht des Heiligen Geestes. En dat zegt, een van de vrucht des Heiligen Geestes is zelfcontrole. Zo de Heilige Geest wordt mij alles geven wat mij fehlt. Ik moet de entscheidenheid merken dat ik onder de Heilige Jezus controle stalen. Dat wat de Heilige Jezus never me bematen, wat mij ook niet met je wilde nu brengen. Dat heb ik in mijn leven de entscheidenheid mij de nu te stalen. Zo so, toen heb ik vandaag de tijd gesteld in God bejestigd het leven. En dat is wat God zijn plan is voor ons. Eenmaal wat we met een checken, de eerste idee is een leven wat van de Heilige Jezus gedreven is. En wanneer we Johannes kapitel 14, vers 10 beobachten dan, zei wie wo Jezus zegt, dat hij op de eerd weer dat zijn leven weer niet van hem gedreven. En dat is interessant wat hij hier zegt. In Johannes kapitel 14, vers 10 zegt het is dit. Gelijfst u niet dat ik in voren zie en dat de voren in mij is? De weerd die ik red, red ik niet uit mijzelf. De voren over die in mij woont, die werkt die in mij. So Jesus gibt auch zu verstehen, hier ist, hey, ob ihr jetzt wir, hey, wir Gott sind sehen, hey, wir Gott selbst. Aber was am Drive, dort wir nicht am selbst, dort wir die Führer, was in am wohnen, Gott selbst, der treibt das Verlangen an. So dass Jesu Leben zu leben, ist nicht leicht. Wir können auch noch sagen, das ist allmählich in uns Leben. Da kann bloß der Heilige Jesus tun, wenn wir die Kontrolle über uns Leben. Na, ich weiß, wir sind alles Menschen, die in der sinnlichen Natur leben, und ich sehe auch mit Berner. Aber wenn der Heilige Jesus kann uns Leben kontrollieren und wenn wir dort Hand geben, den sie hängen, sei hier erst dort, dann kommen die Dinge rüber, wo wir uns gerne werden freien und dort erst bloß wunderbar werden. Aber wenn ich dem Heiligen Jesus nicht rümlot, dann kann ich gerade andere sehen. Dann war ich mautlos, trürig, bedrängt, vielleicht sogar noch verdrüsslich, eierlich und ich weiß nicht, was alles nennt ihr. In dieser Zeit soll wie viel mehr erfahren und eben vielleicht eins in ihnen leben, was nicht so sein. In der christliche Leben, in der Stadt, wie sagt, du eine Freilichkeit, eine Mautigkeit und ein vollkommenes Leben bist. Aber wir haben das alle. Gott hat uns das alle gegeben. Das alle du. Jesus selbst sieht, was ich euch gesagt habe, dass sein Leben hier bei ihr, denn wir nicht in sich selbst, sondern dass wir von den Vater Gott ausgearbeitet durch haben. So sowohl Gott, der Vater und der Heilige Jesus, wo uns nennen gekommen ist, durch Jesus annehmen, den Führer, den Sehen Gottes, sein Leben, der uns ausleben. Und dort habe ich und du eine Entscheidung, jeder Tag zu merken. Sei hier sehe ich, nimm mein Leben und kontrolle dort nur dein Verlangen. Und dann kommen wir, was du die Freude und Freilichkeit hast und Gott gehen dort. So Jesus sagt, der Heilige Jesus wird von dort Sinn nehmen und uns dort lehren, was uns fehlt. Und wir finden in Johannes Kapitel 16, Vers 13, wo er dort klar merkt. Der Heilige Geist wird kommen in den Wohnen, sagt er zu seinen Jüngern, der wird nicht auch nicht zu sich selbst reden, der wird auch nicht seine Ideen brücken. Der wird von Gott im Vorrat nehmen und wird jüngern erklären und offenbaren.
So to my leven wat van Heiligen Geest gedreven is, maar wie eenmaal zijn Heer hier zie ik. Dat de Heiligen Geest naar mijn leven, en wie weet wanneer we van Heiligen Geest reden, die overzeugt ons van Jezus, dan zei wie te Jezus, hier is mijn leven. Neem dat en controleer dat. Tweedens wat we in eentje gewalen is, een leven wat met de Heiligen Geest geleerd is. Eerstens, we moeten eenmaal de entscheidenheid merken om ons leven te geven en de Heiligen Geest in de heiligen dat hij ons drieven kan. De tweede is, maar wie, toen hij ons drieven kon, maar wie dat niet leidt, en dan hij ons drieven kon, dan kon hij ons ook leren. En dat is dan vielleicht zo'n stoppen, zo'n omvangstoppen aan het stress leven, maar ik kom jeder dag in bevrijd, en dat, lang wie dat een Christje was, of op een Kartentiet, jeder dag, maar wie deze entschiedenheid merken, Gott, hier is mijn leven, neem dat, en dan moet dat wat er was, der ik in Heiligen Geest word en mij wonen daar. We moeten nu Johannes kapitel 7 gaan. Doet de 37, 38 en 39 de Pfarrer zegt het aan zijn stad. Om laatsten en geraadsten dag op den Fass stond Jezus op en roept luid. Wer dorstig is, den lood ik aan, om mij te komen en te drinken. Wer aan mij gluist als de schraf zag, dem zijn bannerstet worden, lewendje wutterströmen ranen. Hij die du met op den Geest han, den die an am Gläuven noch herkriegen sollen, wels de Heilige Geest wir noch nicht doa, wels Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. Nu wat het sagt ans in 7 da ist dem Pfarrer Jesus wie op dat Fass. Na, wie noch hab ich jeden, hij sagt, wem du da? So, wat soll wir hier bein? Hier ist ein Problem, doll gedankes bein. Aber de Heilige Geest kommt in ons Leven en dan, wann wir Jesus annehmen, aber dort merkt ons nicht, wo es ein Rieper Christ kann sein, oder abgewassert, oder wie alles weiter, oder wo kreigt nicht einmal für den Herrn zu leben. Dort kommt ein Tag am Mal, ein Staub am Mal, das wir mehr lernen von Jesus und von der Schrift. Wo wir sehen in diesen Tag hier, als am letzten und letzten Tag ab dort fast, stund Jesus ab und ruft die Leute. Und hier wird er sagen, wer darfst du hier? So hij merkt dat op, wie du een verlangen had, in eerste zin een desire, een verlangen had om naar Jezus te komen rekenen. Nu zegt hij, verstoor de Heilige Geest, je hebt den verlangen ook nog eens, maar den verlangen moet wie eenmaal laten de Heilige Geest controleren. So we moeten een verlangen hebben dat de Heilige Geest in controle is in ons leven. Vele Christen laten deze verlangen niet plotsvallen en erleven dat de Heilige Geest kan erleven controleren. Daar hebben we gered van. Hij gered van ware geboren mensen. Dat is niet van onbekeerd en onbekeerd. Vele ware geboren mensen, die laten niet deze verlangen, wat God in de nennen gedaan heeft, dat de Heilige Geest plotsvallen erleven, wanneer die doorgaat. Die entscheidenheid waar ik jeder dag merk, deze verlangen, wat de Heilige Geest in mij heeft, die entscheidend nemen en die verlangen laten uitvieren door mij. En dat hebben we iedere dag een kamp. Dus de Allah niet voelt en dus de Nia niet voelt. En dat werd verder aan mij. Dus de zinnelijke natuur wat ik doe met mij en dus de Heilige Geest in mij. Die worden never in stemmen komen. Maar ik had de entscheidenheid waarin ik wel laten de controle hebben in mij. Zo veel Christen laten deze verlangen, zoals ik al zei, niet plotsvallen in hun leven dat de Heilige Geest kan hun leven controleren. Want we willen hebben dat de Heilige Geest ons onleren zal, moet we een verlangen hebben om dat loten doen. En hier zegt Jezus, wem du darfst, wer du een verlangen hebt te komen, en wer den verlangen wordt ruim geven, der kan komen. En dan zegt hij, nu mij en komen en te drinken, wer an mij gleich, zoals de Schrift sagt, in dem zijn bannerstet worden, leven je woord erstreimen raam. Dan zegt hij, wer du wordt den verlangen ruim geven. Jacob sagt, Jesus ruft, die Menschen können zur Bekehrung kommen. Und wer ein Verlangen hat, Jesus anzunehmen, der kann kommen, der kann trinken. Wir haben das nicht getan. Wir haben den Verlangen rumgegeben, um Jesus anzunehmen. Wenn es der Heilige Jesus drauf uns tun hat. Nun haben wir den Verlangen noch einmal, um den Heiligen Jesus in unser christliches Leben ans Fährweg bringen. Und dort wird ein Stück auf Mal. Wir wollen nicht von hier, was über Jans die Boy sein einmal hast. Ich habe mir mein offen betiertes Leben und dachte einmal, wann einmal können so sein, als so ein wasser Prediger, was von Kerner käme und so wunderbar predigen können. Aber ich weiß nicht, dass du noch lange war ich für mich, wie bei eigentlich schon mal kennen, was ich predige. Ein Tag geht mir durch meinen Kopf, sage ich nach meinem Stab vor, ich würde gleich ein Prediger zu sein. Sag ich in meinem Kopf, dass ich das vor den Topstall und wie fühlst du eigentlich, ich habe aber nicht schaffe. Ich bin fürs Engmann wird. Was würde ich dann machen, hier in Kanzler stehen, drei wird zu sein, oder der ich wir? Ich sage, na, das ist nicht meine Gruppe. Da wollen wir zu sich schmieden. Ich habe ein Verlangen, was zu tun, aber ich habe nicht
dat verstandnis dan vleger, ik wil me niet nageven dat, wat dat woord brokken wat door te komen, ten verre verzamelingstonen reden. Op een wanneer verlangen door als, de champ van hem heilige Jezus, wanneer we den verlangen laten in ons plaats vallen, dat God kan in ons schaffen, dan kan de die goven ons uroberen, wat hij ons gegeven heeft. En ik verstoor dat niet zo, dat de heilige Jezus ons wat een goven geven, en dat we worden vanzelf zijn in onze doen. We moeten de benen schaffen, de benen de uroberen, dat hij die kan in ons volbrengen, dat we kunnen dat doen wat hij voor ons wil, er van ons verlangen. Zo, so, wanneer we willen hebben, dat de heilige Jezus ons aanleiden zal, moeten we een verlangen hebben, om dat laten doen. Zie, so, de verlangen is door. De desire is door. Dat heeft de Heilige Jezus aan zijn geef. Ik ben nu nog iedere dag de entscheidenheid, de verlangen wat door mij niet geruig heeft. Wens de van Heilige Jezus gedreven, ik moet de entscheidenheid maken, dem laten door uitvieren wat hij wil in mij. We zullen Jezus zelf zeggen dat God zijn verlangen weer uitgeleefd daarom. En hij zegt dat hij weer niet gekomen zien wil om te doen, over den voordat zien wil. En dat vinden we in Johannes kapitel 6, waar we den kapitel lezen dan. Zegt hij klaar. Dit is den voordat zien wil, niet mijn wil. In de Lukas kapitel 11, vers 13, die heeft ons beter gedaan, waar Jezus zegt dat je zal vrouw aan de Heilige Jezus. Nu verzeihen we maar te verstaan, dat zegt Jezus nach eier de Heilige Jezus uitgegoten weer, ver Apostelgeschichte kapitel 2. Zo hij zegt nu de mensen door, je moet de vrouwen dort. Om dit al een beetje taub nemen, zodat dit passieren deed, moeten we vertrouwen hebben. Als ware boende mensen. Ja, we zijn in vertrouwen, zijn we verbieden, we hebben Jezus ongeroen, we zijn geen Gottes geworden, we hebben eigen leven. Dat is niet hinger ons. Dat hebben we niet. Maar nu hebben we nog vertrouwen dat die Heilige Jezus wordt in ons naast, die wordt in ons woont, die wordt in ons drift, die wordt in ons verlangen. Den vertrouwen dat wat die mij geeft, wordt waarlijk schaffen. En ik moet zeggen, kom de vierde kaart dan. Wordt dat schaffen? Kom eens uit, dat is zo klein wat zei, dit wordt van God, dit wies de Bibel mij. Maar wordt dat schaffen? Dan fangt het niet wel aan te twijfelen. Wordt dat schaffen? Wordt het niet? Door benen vertrouwen. Voor dit heb ik je duidelijk geschreven. De handwijs naar het ziel en de kracht hem door hand komen, je hier te den Heiligen Jezus. God geeft ons dat ziel, God geeft ons den handwijs, God geeft ons de kracht der dem Heiligen Jezus. Dit is alles van den Heiligen Jezus in je ziet. Aber die Entschiedenheit, hem aanhouden, verwacht te gaan en dat rechte ziel als in mijn hand geven te de controle van den Heiligen Jezus. De Heilige Jezus wordt mij niet merken door hand gaan. Die geeft mij dat alle. Die geeft mij de kracht. Die merkt mij dat klaar. En dus Gottes Wort aan mijn baan in de Heilige Jezus. Ob het hem eenmaal entschieden heeft, merken los gaan. Wat helpt hij mij, Leute? Ik kan immer zeggen, na ja, dat moet fijn zijn, dat moet goed zijn, maar never gaan. En ik kan zeggen, dit is wat ik bezweig zie. Ik kan aan die hals verstaan wat wordt uitvallen. Ik weet niet wat hand gaan. Maar ik wil den Heiligen Jezus ruimloten mij en de entschieden heeft merken en vertrouwen los gaan. Ik zal allemaal bij wat Ken Oaks ons leraar zegt, rein van zijn leraar was deze offensief hier weer. God heeft ons niemals alles openbaar. Dat heeft hem een stoop op moel. Dat we moesten vertrouwen den een stoop nemen. En wanneer we vertrouwen den een stoop nemen, dan wees hij ons de nächste. En dat is schwer voor ons mensen. Dat is schwer, dat is niet leuk. We willen dat ganze beeld weten, en dan willen we aanzetten met schwank. En dan wil ik probably geen vertrouwen hebben op God. Want dan is het nu heute klaar, dat wil ik doen. En de Heilige Jezus wil met de tezien gaan, er in ons bedrag zijn. En we willen allemaal zelfs daarvoor. En dan een wil we de eer van zelfs nemen. Toen ben, geloof ik, God heeft allemaal een stoop op mol. Dat schaal van Betzels, van de oorzaak daar hebben we zoveel dingen, waar we kunnen een bijspel nemen van. We weten allemaal wat een GPS is, of een GPS. Nee? Die hebben een voordeel, die wist ons den weg, de programma benennen, waar we gaan willen. En dan blijven we eens maar beter te weten als die. En dan drehen we eens vooral, wo die zeggen, wo we niet zullen. En wat is het nächste, wat de Hirsch van denen? Eigenlijk schon sagt hij wel, recalculating. Recalculating. Wat je met Dietje wil zeggen, was dat, they warned ons. They warned ons, we zullen hier gaan, hier gaan. Maar we vorderen ons onze weg. Nu we zeggen, dat is een systeem waar ook kan aanrecht kan. GPS is niet helemaal reich. Maar dat is een bijspel. Bet is dort schafft er met de Heiligen Jezus. Die jeft ons dort. Die leert ons. En dan hat einmal so wie hier eine bittere Gelegenheit, oder eine Gelegenheit, ich glaube, für mich wird besser sein, dann wende ich auf. Und dann fängt der Heilige Jezus an zu schauen. Sag ich, recalculate, recalculate. Oder die haben es nur Warning. Und dann, wenn du schon ein Bein siehst, dann mal einmal, sag ich, aber du hast immer eine Hoffnung. Dann mal betäuschen, betäuschen, und der Heilige Jezus lädt uns vor dem Wagen ab. Ich glaube, das ist ein ganzes Leben, das ist dort an uns. Und das ist nicht ein größer Ding, das ist jeder da. Das sind die Einzelheiten, wo wir in den Tag durchgehen.
Ek hou eens van my lewe dacht, dit is een grote ding as wat, waar ek zoveel apostel. Waar ek sê vir die jare en jare, is veel dollar, die kleine dinge apostel, daar en daar, waar die Heilige Geest my leid, en waar ek my Lord oplenke, en steed in die grote dinge, waar hy wel volveer. En waar die kleine dinge, kon in Jesus controle houden, dan moet ik niet beduurd zijn om de grote dingen waar hij wel uitvoert. Dan komen we daar. Dus ik zeg, ik wil even een boy zijn en zo predik aan het jaren van Canada komen. Ik wist niet wat hier alles in je wees, wat ik eerst daar zal. En toen leerde Heer mij in de Bibel schalten, waar ik verstaan wat Gods woord wie, wat het mijn voor de verzameling reden. Dus een deel te leren wel daar. Maar dat wist ik eerst ook wel. En dat hier ook zijn jaren, dat hier even 3 jaar waar ik doe daar, wie en dan heb ik dat praktisch en ik doe nog helemaal praktiseren, nog helemaal leren. Maar de Heilige Geest heeft een ziel voor die en voor mij. En eenmaal komen we af. Zo de Heilige Geest merkt ons niet daunen. Hij wist ons woord te daunen. Hij heeft ons de kracht te daunen. Maar wie moet dan de entschiedenheid merken om dat vallen? En wanneer we niet daunen, als het is een HPS, wordt het weer is. Er is niets dan niet. Ik kan het nu voor je gaan, want ik niet gelijk. Houd mij dit dan niet. Ik heb mijn vrouw is een grote trouble met hem. Mijn vrouw wil je wand met de map voor. Ik kan niet van de map brokken. So, ik wil er mijn voet verloren. Want ik zal de map nog vergonnen. Maar dan wil ik ons afhangen met het phone, met het GPS. Dat is andere dingen wat in vorig bijna had. Nee, ik vertrouw ons op daar. Ik moet voor in de stad nemen. En ik konnte die chef niet op map halen. Maar dan wordt er met een stelle tijd nog daar. Mijn vrouw zegt, dat zal hier gaan. En de GPS zegt, ja, dan war ik. En wie schließlich bei der März starten, wir werden so verdresslich, und ich weiß nicht, wo ich haben soll, und Dreamlife, ich weiß, wo ich haben soll, und HPS, ich weiß, mehr als ein Wunder, wo soll ich sehen. Ich weiß nicht, wo wir in den Schloss kommen, schließlich, wie kommen wir durch den Staat, das ist ein Kern, ein größer Staat. Und jetzt wirst du da, wir dann warten, wie ich die Map überhaupt gehabt habe. Wenn wir den Helden Jesus haben, und den haben wir als wahre Bühne Menschen, wenn wir nicht hören wollen, dann halt uns den nicht, wo du in uns wohnt. Aber ich möchte bis einmal sagen, der Helden Jesus merkt uns nicht daunen. Hij wist ons wat hem daunen, je hebt ons de kracht hem dat daunen, over wie maten de entschiedenheid merken, hem dat vallen. Dat is onze abgewieden daar, onze entschiedenheid. Dat zal ons verlangen zijn, hem vallen, en de verlangen als door. Zo, wie maten ons vragen, wel wie deze eigenschaften, deze waarheid nemen wat de Heilige Jezus ons wezen deed, en die worden ons niet langer eingewezen, die worden ons vielleicht bis wat ze stoppen wezen. En dan die in geloven vallen. Wat we zijn als we in Epheser kapitel 5 vers 30 gaan, dan vinden we een opschnitt wat ons wist, wat ons afbrengt van de Heilige Geest vallen. En dan zegt het ons dit in Epheser 5 vers 30. Beledig God zijn Heilige Geest niet, wil de Geest als God zijn teken dat hij ons eent. De garantie dat de dag komt dat hij ons hier uitraden wordt. Vielleicht fährt dat de 29. vers merkt dat klar, als hij redt niet wat de nächsten schulden kan, red bloß dort, wo der geholpen worden, der jüngtieren. Dann sage ich, die beleidigt Gott in den Heiligen Jesus nicht. Was ich hier nicht verstehe, was immer den Heiligen Jesus traurig merkt in uns Leben, ihr habt uns auch zu verstehen, habt ihr da noch mal Sinn. Du hast eins für Sinn in meinem Leben, und du hast eins, wo ich habe eine Gewohnheit, eine sinnliche Gewohnheit, weil er Leute in meinem Leben einen Schwung kriegen, und ich will nicht aufstehen. Und dann kann der Heilige Jesus uns auch nicht lehren. Müsste der Heilige Jesus als heilig. Bekennen als nicht bloß traurig sein in der Rewe, aber von der Sinn umdrehen in den anderen Weg gehen. Ich kann auch sagen, mein Leben ist ein bisschen passiert, aber ich kann mein christliches Leben sein, wo Menschen so in zwei Rewe sind. Die werden bekehren Menschen. Die sollten rohren. Die brücken ganz doll. Die werden so leid, was sie getan haben. Aber die bekehren sich nicht. Und wenn die sich nicht bekehren, drehen die never von ihrer Sinn weg. Die jünger wieder werden. Und so passiert das mir ja einmal. Und so schafft er uns ein Bezirr, wenn wir schwere Geburten sind. Wenn wir unseren Sinn bekennen, oder wenn wir die Antworten merken, uns dort vielleicht traurig. Aber bloß traurig sein, wenn unser Sinn, wird uns nicht merken, von der Wahrheit gehen. Wie macht er die auch bekennen? Und dann unter der Rechnung, was der Jesus uns wiese hat. So die Proben zu Sünden kommen, aber wenn die kommen, was wollen wir mit denen tun? Jakobus Kapitel 1, von 13, der 14 sagt, die sind da und die kommen nicht von Gott. Die kommen von unseren sinnlichen Leidenschaften. So wie wurde getrocknet worden? Wie wurde gedreht worden? Kurz sieht mir ein Bruder am Herrn, das ist in Spanien, er sagt, die kommen Karneval ab und wir sollen die unbekehrte Menschen haben in Schein gehen in das Fleischleben. Und wirklich, das wurde das. Ein unbekehrter Mensch, der hat ein großes Schein gehen in das Fleischesleben. Wenn es das Fleischesleben trifft oder noch. Ob es ware geboren Menschen, wo wir auch die Fleischeslast nur gedreht haben. Wir sind auch Dinge, die
ons vlees werkelijk geïnteresseerd wordt. Wordt het ook nog gevallen daar? En wordt het vlees er ook bijna schijn yet? Komen. Aber wenn die kommen, was wollen wir tun mit denen? Jakobus 1, 13, 14 sagt, die kommen an seine Eigenschaften. Lasst ihn, und wenn wir die vorlassen, dann kommt er so wie dort tun. Dann sagt er die 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn jemand sündig, redet die wahre über den Menschen, wenn jemand sündig, dann habe ich einen Versprecher, Jesus Christus, der du erst für alle Menschen und für die und für mich, und wir kommen an, und wir bekennen, und der Heilige Jesus, haben wir ein gutes Signal mit unseren Jesus, was ich will sagen. Das Signal ist nicht mehr auf, oder ritt auf. Das habe ich von euch auch bitte verstoßen, ich habe mir den Pastor gleich können. Wir können von uns, das schaffen wir uns immer sehr dann. Wir wurden ganz verdrissig, wenn ich ja nicht verstehen oder der komme ich nicht. Wenn es das ritt auf. Und ich stelle mich für uns fair, wenn das nicht wirklich, weil Gott gehört hat, was der Heilige Jesus in mir wird beleidigt. Und ich glaube nicht, dass er verdrissig wird, wenn seine Leib, als er mir alles. Aber stell mir so viel, wenn heute ein Vater wie aus Axe, wenn ich nicht kenne, wenn ich nicht höre, dann würde ich nur verdrüsslich sein, wenn ich nicht höre, wenn ich nicht höre, wenn ich diesen Sinn schnittig Signal auf, dass ich jetzt nicht keinen Kontakt habe mit dem. Wobei der Abriem für Jesus kommt, dann ist das Signal, war er stark und die Barras, die Wiese, alle fallen und jetzt mutig und jetzt fährweih. Dann checken wir uns mal drin, sein, das, was mich so träumt, wie wäre ich gewesen gerade. Du wirst das nicht wohl nicht angeben. Und wenn dort bitte, wird es sich geschafft. Du hast wahr, die Entschiedenheit handhaben, den Verlangen, was der Heilige Jesus mir gibt, und ihr Amt erstellen. Zum Überkommen mit wir uns handhaben zu Gottes Wort. Was denn interessiert das als allmählich ohne den Heiligen Jesus in der Bibel? Wir haben auch noch never gesehen, oder können sagen, China ist jemals gerade geworden ohne den Heiligen Jesus in der Wort Gottes. China in der christlichen Leben kann was in den Heiligen Jesus ohne Gott sein Wort lesen. Wenn wir wollen Gott sie in der Leib kennenlernen, müssen wir uns abholen Gottes Wort. Und ich glaube, hier ist ein großer Punkt von der schon davon, uns als wahre Bürger Menschen, wenn der Weltraum uns so Druck hält, dass wir nicht Zeit nehmen für das Wort und für Gott, dann kann der Heilige Jesus nicht viel von uns schaffen. Wenn wir wollen Gott sie in der Leib kennenlernen, müssen wir 1. Korinther Kapitel 13 studieren. Wir können nicht immer lesen, aber wenn wir steifen nehmen, das ist alles Banner von Gott sie in der Leib. Wenn wir wollen weiten, wo utholen, Mott wie die Menschen studieren, was in der Bibel von beschrieben ist. Das ist Hiob, Moses und die Lohner. Die holen lang ut. Die holen Geduld, die holen ut. Aber ich war nicht mit der Leber bekannt worden, wenn ich bloß nicht das Wort lesen darf. War ich never mit der Geschichte bekannt. Du hast mir die Hand geben, um die Geschichte lesen, mit der Geschichte bekannt worden, was in der Bibel sagt. Und dann hat der Herr Jesus, was ihm diesen nicht verlieren. Wenn wir wollen, weiten wir trüghartig zu sein, dann sollen wir die Geschichte von Noah studieren, Abraham, Daniel. Und so noch viel mehr Menschen ihre Lebens in der Bibel. Die lehren uns, wo Jesus liegt zu leben. Und dann hat der Heilige Jesus, was würde mir an erinnern können und mir ein Verlangen bei mir geben können. Wenn wir nicht die Zeit nehmen, um die Bibel in uns heute in den Donen, ist dort schwer für den Heiligen Jesus, uns Leben zu kontrollieren. Haben wir dem hier gedacht? Das wurde viele Christen einen kleinen Verlangen haben, den Heiligen Jesus lernen zu lassen in ihrer Lebens, weil du als Mess nicht, wo der Heilige Jesus mehr schaffen kann, der Leben. Und er kann dir nicht Zeit nehmen mit dem, dann hat der Heilige Jesus nicht viel, um uns zu erinnern. Jesus sagt in Johannes Kapitel 16, er sagt, die Wort von der Linie nehmen und ihn erinnern. So, wo kann der Heilige Jesus von Jesus sich nehmen und mich erinnern, wenn ich nicht meine Hand gebe und das Wort lese? Menschen wollen ohne das Wort lesen, größere Vorhanden machen mit Gott und du kommst wieder auf. Das braucht Zeit. Bibelschule braucht Zeit. Zeug haben braucht Zeit. Bibelstudium haben braucht Zeit. Das kommt nicht immer nach. Aber wenn ich zu drück sie für all dort und mich nicht selbst persönlich noch nicht angeht, um das Donner, und sonst da ist es so drück, dass ich nicht Zeit haben, die Bibel lese. Und wenn ich will, dann zeige ich eigentlich nur ein von dir. So fürken. Weil so tun und so andere, du wirst bloß nicht Zeit haben. Und dann sind wir gleich erst einmal so tun, dass du mein Drief zu bauen. Das mache ich alle von dir, die du nicht kriegst. Wenn ich das nicht hier kriege, dann wird es bloß nicht schaffen, was immer das ist. Und mehr sagen wollte, dass die erste hängen bleiben. Und in Gott sind die Not, sage ich, eins mal am Tag, wo ich nicht die Bibel gelesen habe, alles fern geschaffen. Das kann ich, wo ich nicht Gott ist, wo ich am Haar zu sich gesagt. Nächstes Mal dreht das Rennen alles scheif. Das ist nicht gefallen, den da. Das ist echt geplant, wenn ich mich nicht Zeit nehme für das. So Gott wies mir eins mal, wer weh in meinem Leben liest, so gerede ich, sehe ich die Niveau, wenn ich mein Buch nicht zum Morgen lese das. Danach wollte ich nichts umwiesen, wenn er bloß, wenn er war nicht das, oder Lothar einmal ist, wenn ich das, das ist der Fall, wenn er nicht den Heiligen Jesus rühmt, und der Bibel lese das.
So wanneer we wel in God zijn life channel leren, maar we Gods woord studeren. Wanneer we wel je geduld channel leren, maar we ons in Gods woord ophalen. Wanneer we wel trouwhartigheid channel leren, maar we ons in Gods woord ophalen. En wanneer we dat niet doen, dan heeft de Heilige Geest meer nodig. Tenminste, Christ. Er zijn ons Christen schaffen. We zijn alle gedreven en geschoven in dit leven. Over ergen woord moet we ons vragen. Hoe leidt het aan in woord van inhoud? Haft dit in mijn leven en wat is schließlich de enge val van dit drie hoe ik ben zie. Als dit wensen in mijn hart gedreven van Helen Jesus. Nu we hebben gelijk alle wensen wat we willen vergelijken vervallen. Even van deel houden. Je wilt wel dingen wat we wensen voor ik weer. Wel dingen wat we wensen wat we moeten ingaan. We hebben mal in Psalm kapitel 37 gehoord. Du lezen van Eintracht Feuer. Du sagt jetzt es dit. Erfahrung van einem Leben met Gott, sagt de Eberschaft in Plotich. En sagt. Ein von David seine Psalmen, euer den ich über die Beise, und sie tun nicht oft jänstig über die Arach dönen. Willst die Worten so aus dort geringe, reine Gras verdrehen? Vertrüh den Herren in der Gaudet, dann wirst du im Land wohnen in sicher sein. Nur die vierte Frage ist, wo ich in der Hand will, weil ich dachte, dass alle Topfoto war hier tun. Und der noch wieder gleich. Hab deine Freude um Herren, und dein Wort die geben, was dein Hort sich wünscht. Nu du essen sind, denkst du, dass ich da verstehe, dass, wenn wir dort rechte Wünsche handeln, rechte Drief haben ans Leben, dann wird Gott uns den Wunsch geben. Du essen du. Gott hafe du, wo ich mir einmal mich lote anstelle, mein Hort in den Wunsch ist, was Gott für mich hat. Und wenn die in den Wunsch ist, und der Heilige Geist mich drieven dort, und ich mich Hand gebe, um den Verlangen ausführen, dann ist du ein Wunsch, wenn, wo du Frieden und Fröhlichkeit dann hast. Der Herr kann uns dort geben, was uns Gott sich wünscht, wenn wir die Entschiedenheit merken. In Verlangen haben uns unter die Kontrolle von den Heiligen Jesu stahlen. Der Heilige Jesu steht bereit zum Halpen und Entfallen, wo mir dort fehlt, zum Wosen und Tonnen. Der Heilige Jesu hat das. Der steht bereit, der ist jeder einer von uns. Und der ist bereit zum Entfallen, wo diesen Nivel dort fehlt, wo jeder einer von ihnen dort fehlt, um den nächsten Staub nehmen. Zum Schluss werde ich Ihnen die Geschichte vertalen, wo der bitterste aller Topfote dort. Da haben sich von der Mutter, wo ein kleiner Junge hat, und das sage ich nicht, wie groß das ist, die ich gehört habe. Aber da hat Piano lehren. Und mir hört sich so nur die Geschichte, nur wie sehr jung, vielleicht 5, 6 Jahre alt. Und diese Mutter hat gedacht, dass sie sehr gut eher jung mal Motor sprechen, sie würde nur ein Konzert nehmen, ein spanischen Seiben Konzert, oder eine Stadt, wo ein ütgelehrter Pianospieler würde hinkommen. Und würde, wo er auf einer Stage steht und da Menschen tatsächlich würde spielen. So die Mutter fuhr daheim mit ihr kleinen Jungen, ging dann an und fuhr eine Sette um Sette. Und als ich da gesagt habe mit ihr Jungen, dann sagst du dann ein wieder, du sollst einen von ihrer Freundin. So sie leute kleine Jungen die Sette und ging mit ihrer Freundin spazieren. Und was passiert ist, die Tietje ging vorbei und diese Freundin spazierte zu sein und war dann nicht an der Tietje, wo sie vorbei ging. Der kleine Junge war in der Tiet, wo er neugierig war und ging auszufangen, wo das ütgelehrte Mann spielen würde. So habe ich vielleicht auch gesehen gesagt, er ging nicht fair. Er ging jetzt wohin in deren Hand, wo er sieht, dass ich nicht angehen, aber er will weit, wo wird das Hütchen ihrer Mann spielen. Er kam hier in der Gardine, wo der Piano wie, und er sah sich zu Hand und fängt an zu spielen. Dort leid, was like alle von uns in Ancient China, Twinkle, Twinkle, Little Star. In dem Tee ging die Gardine auf, so dort alle Menschen sein können, als das kleine Junge durchspielen wird. Die Mutter hat kein Tee zum irgendwas tun, und er wird ganz verblafft, wat nie. De wir treiber der Satten sah er jung den Ehen, über dem ging die Gardine op und du satte hingen. Über dem, er in der Versammlung auch, die Versammlung wir mit so verblafft und lachen auch mit so, dit soll die ütgelehrte Pianospieler sein. Dann schaim die ütgelehrte Pianospieler für dir. Er ging bosig nur diesen kleinen Jungen. Geh nicht ab, hallo mal spielen. Der ütgelehrte Pianospieler sah sich bei sie den kleinen Jungen dol und funk an entfallen die Note, wo der Gesang vollkommen mir. So als wir da hinein schauen, dann fangen langsam an, der kleine Junge, der spielt wieder. Und dann nehmen wir in der Reihe und fangen wieder, dürfte dort das Spiel, wo die Audience oder die Versammlung never gedacht haben, da können wir fallen. Und als das ütgelehrte Pianospieler mit diesem kleinen Jungen, was Jules lehrt hat, das Leute vor ihm wäre, die ganze Versammlung, das ist einfach ein Roared, wo Gott, das hat ich gedreht. Op een eind kon de mutter in de verzameling niet blijven, wat van wunderschijnend gezang dat gewaast weer. Maar het kwam daarin, kleine jongen, wie met haar ritje gaan, we gaan er niet zelf, wie met het klein met ritje glijst.
Maar dus uit je leren piano spelen, die wist waarom te handelen, door het wat wonderbaar dat jij van mij. Terwijl hij ons lust hem schlussloten, zo kan ons leven in Christus volkomen zijn. Want wie het glazen, maar dat weet wat we weten, en we weten dus niet wieder. De Heilige Jezus, wat in ons woont, de champen ziet alleen, en vangt dan al dat aan te vallen, waar ons nog velen heeft. En dat leven God van ons heeft, kan wonderbaar zijn, vreugdig en moedig. En om één Jezus woord moedig zijn, met zijn kind. Wanneer je ergens vragen hebben over dit programma, dan kan je ons op onze e-mail schrijven rdoyneufeld09@gmail.com of op een WhatsApp nummer 591-770-6001. Ik wens jullie allen een goede week. Gottes Rücken Segen met jullie.